Etwas, was ich in der Pension vielleicht unterschätzt habe, man ist plötzlich Pensionist. Man gehört nicht mehr dazu, zu der arbeitenden Bevölkerung. Und das hat mich irgendwie schon getroffen. Und da war ich schon immer ein bisschen dann eine Suchende. Was gibt es noch? Was könnte ich noch tun? Was könnte ich auch der Gesellschaft zurückgeben? Ich habe immer wieder in den Medien gelesen, Lehrermangel, Lehrermangel, Lehrermangel. Und gedacht, das wäre doch etwas für mich. Ich habe mein ganzes Leben lang immer Vorträge gehalten und auch Mitarbeiter geschult. Und das hat mir immer gut gefallen. Außerdem gefällt mir die Arbeit mit jungen Leuten sehr gut. Das macht mich selber jünger wahrscheinlich und bringt mich dazu, auch die Dinge aus der Sicht der Jugend zu sehen. Und da habe ich zufällig auf der Homepage der Bildungsdirektion diese Ausschreibungen gesehen. Das war so der zündende Punkt und da habe ich mich dann einfach beworben. Und gerade die Biomedizin, die ich in dieser Schule unterrichte, ist so weitläufig und ich kann so aus einem großen Erfahrungsschatz schöpfen, auch was für das spätere Leben der Jugendlichen vielleicht wichtig ist. Wenn ich jetzt in die Klasse gehe, sehe ich andere Meinungen. Da ist eine rege Diskussion. Das ist nicht nur so ein Frontalunterricht, sondern das ist auch ein Geben und Nehmen. Und das ist einfach herrlich. Ich blühe richtig auf.